So, Zossen gepackt. Guten Morgen erstmal. Zweiter Tag heute los. Heute geht's an den Entsprung der Weser erstmal, Hannover Schmünden. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Wetter, seht ihr, grau, windig, aber noch trocken. So, Sonntag ist heute, war ja Sonntag, zweiter Tag, 9.30 Uhr, wir starten. Guten Morgen. Jetzt fahren wir hier auf so einem Damm. Links die Werra, naja, sieht man schlecht. Die Bäume, ah, hier sieht man sie mal. Und rechts der Werratalsee, wo wir übernachtet haben. Auf einem wunderschönen Campingplatz. So, jetzt sind wir an den Ausläufern von Eschwege. Sehr gepflegt alles hier. Kurzer Rasen. Morgen. Und hier rechter Hand der Yachthafen. Naja, sieht man hier viel, die Masten ein bisschen. Klein Wehr hier. Wehre. Ja, überall noch die sich in den Bergen hinten. Und hier ist der andere Campingplatz. Das ist mehr so ein Karawanplatz. Jetzt hier über die B294. Überall diese Angelteiche hier links und rechts. Ja, streckenweise gibt es auch hier so Schotterabschnitte. Neudeutsch Gravel. Oh, also mit Fahrradwagen hättest du hier ein Problem. Jetzt haben wir Jestedt erreicht, nicht zu verwechseln mit dem Fernsehturm in Tschechien oder dem Berg auch. Hinter Jestedt mal jetzt. Ich war gerade so in Ollendorf, wie es heißt. Carsten macht auch Foto. Aber läuft gut bisher. Wetter geht. Grau zwar, vielleicht Gegenwind, aber alles gut. Solange es nicht regnet, soll uns recht sein. In Albungen. Hallo, hallo. Ach, Herkules Wartburg-Radweg ist jetzt ja hier. Ja, schau hier. Wir machen hier erstmal eine Pause. Aha, man will nie gesehen werden. Wie heißt der Ort? Bad Soden-Allendorf. Erkannt. Fast wie an der Dunn
Dunawetsch. Klein Fach. Links. Ach so, in beide Richtungen. Hinten der rote Mond. Vorne ist noch irgendwo ein Schwan. Da ist er. Massig Schwäne hier auf der Werra. Bad Soden, Allendorf. Hier eine wunderschöne Altstadt hier, Fachwerkhäuser. Leute, das ist Hessen. Weil Hesse weiß, wo es gut ist. Hier ist der Markt. Ach herrlich, mit dem Brunnen. So, Bad Soden Allendorf, Brunnen hier am Markt, schönes altes Fachwerk wieder. So. Nächste ist in Witzenhausen, 20 Kilometer so ungefähr. Gut in der Zeit, Wetter passt. Ja, so eine Spitzkehre hier, wa? Oder geradeaus? Ja. Ah, hier ein Stau, ja, nee, offen war. Schön. Ja. Oh, da ist ein Kanu abgesoffen. Danke. Ja, bitte. Perfektes Kanu, komm mal schon mal drin. Da vorne liegt ein abgesoffenes Kanu. Hinter dem Wehr hier. In Bad Soden Allendorf. Ah, jetzt fahr er. Jetzt sind wir wieder in Walhausen in Thüringen. Gerade die ehemalige Grenze überschritten. So, damit sind wir in Lindewera. So, wir machen kurze Einkehr hier in der alten Stockmacherei. Es gibt krumme Stracke, schönes Weißbier. Ja, Wetter hält noch. Oben die Hügel sind im Dunst. Nächstes ist dann, wie gesagt, Witzenhausen. Wir sind jetzt so 30 Kilometer weg.
Guck mal, hier drüben zwei, jetzt schätze ich mal, haben wir zwei, drei. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir noch machen. Wetter hält ja noch. So, nach unserer Mittagspause in Lindewera, in der alten Stockbacherei, geht es jetzt weiter. Witzhausen, nächstes großes Ziel. Naturbelassener Radweg hier, direkt an der Werra. Werleshausen sind wir. So, jetzt hier in Werleshausen. Pferdchen. Ein wunderschönes Haus mit so einem Türmchen. Herrlich. Da. Geht's weiter denn? So, jetzt mal wieder über eine Werra-Brücke. Hallo. Ja, nee, aber wird schon stimmen. Jetzt eine Eisenbahn da, das wär. Oh, schockst du denn so plötzlich? Ja, ein paar Steigungen hat es hier hoch, jetzt mal abwärts.
Ermschwert. Ja. Hallo. Hallo. Machen wir mal eine kurze Pause an der Wehre. Werra, Wehra. Stehen die Radeln. Eine kleine Bank gefunden. Oh. Kurz vor, ups, da war die Linse noch offen, Hannover-Schmünden. Also ungefähr insgesamt, was hätten wir zum ersten Campingplatz? Knappe 20, so war um die 20. Ja, ja. Oh ja. Schauen wir mal, ob uns der gefällt, wenn nicht, fahren wir ihn weiter. So, Landkreis Göttingen sind wir, Hanmünden noch 8,5. Holz gemessert. Hallo. Jetzt geht's hier durch einen düsteren Wald, kurz vor Hanmünden. Das ist ja nochmal ein richtiges Highlight hier, die Strecke. Herrlich. So, müssten schon die Ausläufer von Hannover-Schmünden sehen. Haben wir Hannover-Schmünden erreicht? Jetzt noch zum Weserstein erstmal. Fotosession. Schönes Örtchen. Eine Brücke holt ich mal. Fahren wir mal durch die Altstadt hier von Hannover-Schmünden. Oh ja, film ein bisschen. Der Markt hier. Prächtig sieht das aus.
So, hier kommen wir zum Zusammenfluss. Werra und Fulda. So, damit haben wir den Zusammenfluss erreicht, Werra und Fulda. So, von hier kommt die Fulda. Und hier fließt die Werra rein und ergeben zusammen die Weser. So, damit haben wir es geschafft. Ersten Flussabschnitt. Folgt die Weser jetzt. Kommt gerade ein Schiff. Ja, hier steht Radfahrer abstellen. Wir sind natürlich vorbildlich und machen das auch. Hier so eine wunderschöne Brücke. Wasserfall. Aus, links, aus. So, jetzt erstmal hier an der Landesstraße entlang, der Radweg. Die Weser. Himmel erreicht! So, wir sind jetzt in Hemeln. Hier fährt die Fähre über die Weser. Ja, das ist Hemeln. Zielort für heute höchstwahrscheinlich erreicht. Wir haben uns jetzt doch entschieden, weiterzufahren, da die Pizzeria heute leider zu hat. Die hatten gestern wohl großes, na, wegen dem Fußball, denken wir, Andrang. Ja, ist halt so. Fahren wir noch 13 Kilometer. Hühnerchen. Boah, kack, kack, kack. War so ein schöner, knackiger Anstieg, da musste ich so mal absteigen. Oh, jetzt sitzt hier wieder schön durch den Wald. Glashütte! Grünen Blick auf die Weser.
Benediktinerkirche hier. Die gucken wir uns noch mal an. So, hier in einem Ort am Wegesrand, alte Benediktinerkirche. Ja, wir fahren jetzt noch nach Ödelsheim, wie das heißt. Da ist ein Campingplatz mit Bistro, wenn wir gut unterkommen. Gerade um 6 läuten die Glocken. Ob eine rufen könnten. Abendmesse, ja, ja. Wie hieß der Ort hier? Ist jetzt unter. Ich blende es ein. Schön an der Weser hier. Ja, man sollte auch nicht. So, jetzt sind wir direkt an der Weser wieder. Hier wieder so eine Gierseilfähre. Ich glaube, das heißt so, ich weiß es nicht. Offroad-Wohnmobil hier. Hallenbad. Geradezu. Zu einer Bahn gehen. So, wir haben jetzt den Campingplatz Wesertal in Ödelsheim erreicht. Hier haben wir so eine Wiese. Da Wasser und Strom. Hier können wir dann unsere Zelte irgendwie aufbauen. Keine Sitzgelegenheit. Perfekt. Waren jetzt 13 Kilometer mehr wie geplant, aber alles okay. Es waren heute 90 Kilometer und wir haben einen super Platz hier gefunden. Abendbrot gab es ein Schnitzel mit Paprika und Käse bei Carsten und bei mir eine Currywurst mit Pommes. So genannte Manta-Platte.